Moin moin und herzlich willkommen bei der nächsten Mission. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, spielen wir ab jetzt auf Englisch weiter. Ich habe nämlich gerade die Mission einmal geladen und die Textboxen sind noch schlimmer als in der Mission davor. Ich vermute mal, das wird jetzt einfach so weitergehen. Wir werden einfach das Spiel jetzt auf Englisch weiterspielen. Was soll der Geiz? Ich werde die Textboxen jetzt auch mehr skippen. Ich werde es mir natürlich einmal kurz durchlesen und einmal kurz überfliegen für euch zusammenfassen, aber das hat so keinen Zweck. Ja, sobald die Nachrichten die Runde gaben, dass Safagerei mit den Tataren Richtung Pachif Lavra aufgebrochen ist, haben wir uns auf den Weg gemacht, ihnen zu helfen. Das ist wohl eine Kirche. Und ja, die müssen wir helfen, dass sie nicht geplündert wird von den Tataren. Und das machen wir dann auch. Um zu gewinnen, müssen die Türken vor Lavra ankommen, vor den Tataren dort ankommen. Bewegen uns mir auch gleich mal los, würde ich sagen. Warum? Ich wundere das so ein bisschen, weil ich hier die Bauern habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach dahin marschieren soll. But to win, destroy the Turks, bevor sie... Achso, ich soll die Türken einfach nur zerstören, bevor sie da ankommen. Ich bleib mal hier mit den Truppen. Dann werden wir uns eine kleine, süße Armee bauen. Und ich sehe gerade, hier sind Truppen im Wald. Okay, das erklärt meine Frage. Ich muss also doch aufbauen. Kein Problem, das machen wir. Stein. Ein bisschen Holz. Ein paar Minen. Da komme ich wahrscheinlich nicht ran, ne? Wenn die hier schon sind. Ne. Könnte jetzt gleich mal nach links und nach rechts ein bisschen scouten. Dann bauen wir noch eine Schmiede und einen Markt und eine Kathedrale. Dann scoute ich hier mal ein bisschen rechts und ein bisschen links. Jetzt ist halt leider auch alles auf Englisch, ne? Das lässt sich leider nicht verhindern. Weil nur die Übersetzung kann man leider nicht umstellen. Aber ich denke mal, wir werden das schon irgendwie schaukeln. Den getriggert. Beziehungsweise kann ich scheinbar sogar lang gehen, wenn ich das so richtig sehe, ne? Natürlich interessant. Die scheinen nicht die Ecken zu besetzen. Dann verbessern wir die Minen auch direkt, weil ich nicht viele haben kann. Aber wir die natürlich sofort nutzen. Einmal die Nahrungsmittel-Upgrade raushauen. Ihr könnt das mit dem Stein jetzt mal lassen. Da würde ich sagen, wir setzen erstmal die Goldminen. Das ist das Wichtigste, dass da schon mal ordentlich Gold reinkommt. Derzeit können wir uns in Ruhe aufbauen. Verbessern wir die gleich auch nochmal. Jetzt, wo wir das Gold haben. Sehr schön, dann füllen wir die auf. Dann sind wir schon mal, was goldtechnisch anbelangt, abgesichert. Und dann sollte das Boomen auch schneller klappen, denke ich mal. Ja, deswegen baue ich meistens 3 Town Center. Man sieht halt, 2 Town Center ist nicht besonders schnell. Ist ja schon der schnellste Game Speed. Ich könnte ein bisschen was verkaufen, aber eigentlich brauche ich gerade im Moment kein Gold.
Sehr schön, die haben die fertig gebaut. Dann könnte ich schon mal anfangen, meine Baracken zu bauen. Zwei Ställe. Wobei ich vermutlich gar nicht groß auf Reiter setzen werde. Ja, ich werde mir direkt... ich werde einfach auf eine Bodenarmee setzen und hinmarschieren. Was soll der Geiz? Das machen wir jetzt mal rucki-zucki. Bin ich der Ansicht? Ist ja auch nicht immer massiv boom. Weil ich die noch ganz gerne auf 3 setzen würde. Ja. Weil wenn die jetzt immer schön aufbauen, müsste ich eigentlich genug haben. Die Upgrades brauchen wir auf alle Fälle. So, dann können wir auch schon mal direkt anfangen auszubilden. Wir brauchen natürlich eine Akademie, ganz wichtig. Eigentlich eines der wichtigsten Gebäude im gesamten Spiel, meiner Meinung nach. Ja, auf Nahrung können wir erstmal verzichten. Seht erstmal zu, dass das fertig wird. Falls wir Gold überhaben sollten, kann ich es dann immer nochmal verbessern. Dann machen wir zumindest 3er Upgrades, würde ich sagen. Beziehungsweise 4er ist, glaube ich, auch noch preis-leistungstechnisch in Ordnung. Den fleißig am Bauen, dann fehlt mir noch ein Artilleriedepot. Das brauchen wir auf alle Fälle. Da wäre ich sogar auch bereit, 2 zu bauen. Einfach damit das ein bisschen schneller geht. Da muss ich auch noch die Upgrades ja raushauen und alles, bevor die vernünftig baubar sind. So, Karte können wir nicht aufdecken. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Schicken wir mal ein paar zum Stein. Verbessern wir die Minen auch nochmal, wo wir ein bisschen mehr Gold haben. Komm. Den Holz- und Steinerbau, dann können wir das nämlich auch direkt verkaufen und unser Gold noch mal ein bisschen boosten. 18. Jahrhundert können wir nicht. Könnten ein Diplomatie-Center bauen, ist jetzt zwar nicht ganz so wichtig, aber was soll's, bauen wir das Ding einmal dahin. So, das zweite Stein-Upgrade. Jetzt ein bisschen Gold mal holen. 10.000 Stein. Lass es mal. Ich glaube, für ein paar Upgrades brauche ich noch den Stein. Und Holz brauche ich auch noch. Schicken wir mal 10 hier rüber. Die sind fleißig am Bauen. Popcap haben wir noch ein bisschen was. Könnten wir schon mal anfangen, ein paar Häuser zu bauen. Gold, ja, haben wir auch. Sind wir da auch schon mal fertig? Die Armee ist sich fleißig am Bauen. Das läuft alles super. Ja, dann hauen wir noch ein paar Nahrungsmittel-Upgrade raus. 40, 50, 50 und 200 Feldkapazität, also die sind wirklich stark. Bei Nahrungsmittel jetzt nicht das große Problem wird, würde ich sagen. Ich lasse hier noch mal ein bisschen auf Nahrung. Gerade nicht ganz so viel habe. Ja, was soll der Geiz? Schick die da mal runter, dass sie mal ein bisschen fertig wird. Hier mal anfangen, Kanonen auszuheben. Bin jetzt bei 625, ja, könnt ihr noch ein paar mehr Häuser bauen. Dachte, die geben mehr Population, ehrlich gesagt.
Das müssen wir noch verbessern. Ja, ansonsten würde ich sagen, verbessern wir unsere Truppen und marschieren los. Stand das bei Deutsch auch schon dran mit dem Plus 1 und Plus 2 oder bilde ich mir das gerade ein? Ich würde sagen, die Upgrades können wir sogar auch nochmal verteilen. So teuer waren das, ist das jetzt nicht. Und hier werde ich nur Kanonen bauen und dann ist das gut. So, Firepower erhöhen. Jetzt habe ich auch mal ein paar Bauern über. Kann ich sie mal zum Holz, zum Stein schicken? Firepower plus 10, wunderbar. Ich weiß nicht, dass sie hier. Ja, mein Herr, wir sind froh, Sie zu sehen. Alle Männer, die da bereit sind, sind der königlichen Armee beigetreten und da die angrenzenden Dörfer und Städte nur kleine Garnisonen beherbergen, dachten sie, dass Lavra verloren wäre. Aber sie haben sich wohl geirrt und das hat ihnen jetzt einen Hoffnungsschimmer gebracht. Ja, und die unterstützen uns jetzt im Kampf gegen die Tataren. Hier ist eine Mine, sehe ich gerade. Kommt ihr mal rüber. Die werden wir uns sofort einheimsen. Und mit den Truppen kann ich dann gleich hier mal einen Ausfall machen und die hier unten besiegen. Vorher haue ich hier nochmal ein paar Upgrades raus. Das war Artillerie-Range, ne? War ich mal gerade auf den Rest. Obwohl Artillerie-Accuracy und so natürlich schon sehr verlockend ist. Ein paar Multibarrels werde ich diesmal bauen. Das hatte ich die ganze Zeit immer vernachlässigt. Dabei hatten wir doch eigentlich festgestellt, dass die eigentlich richtig gut sind. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte hier mehr zum Stein schicken, dass ich es verkaufen kann. Ein paar mehr zum Holz. Ja, das ist schon besser. Hopcap sieht auch gut aus. Das muss ich auch noch machen. Also ich brauche mal wieder vorne und hinten Gold, so wie es aussieht. Das kennt man ja, das alte Spiel. Einmal Verteidigung. Multibarrel geben wir aus. Das ist mir zu teuer. Durability können wir ja auch mal ausgeben. So, dann haue ich hier ein paar Multibarrels raus. Die sind nämlich richtig schön stark. So, meine Armee ist hier. Die verbessern wir einmal. Schicken wir hin. Und das sollte dann nicht reichen. Da mache ich jetzt keinen Dreier raus. Das brauche ich nichts mehr von, da brauche ich auch nichts mehr von. Nö, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal loslegen. Wir haben ja mittlerweile eine kleine Armee. 36, 36. Den kann ich nicht verbessern. Macht aber nichts. Ich werde dich aber hier stehen lassen. Die nehmen wir mit. Da sind natürlich jetzt schnelle Reiter gut, aber das werden wir auch so hinkriegen. Läuft denn hier lang? Ach, türkische Archer. Ich glaube, da will ich doch mal ein paar
leichte Reiter bauen. Ich glaube, so ein paar Pferde zu haben, ist nie verkehrt. Die würde ich gerne bauen. Die Sichtkosaken, die sind wirklich gut. Zumindest habe ich mir hier schon mal die Hände. Zack, zack, zack. Dann marschieren wir hier durch. Nehmen die Multi-Barreled ganz mit. Hauen wir noch ein paar Upgrades raus. Was soll der Geiz? So viel Gold kostet das nicht, ne? Es kostet eigentlich nur viel Nahrung. Auch noch eine Mine, die ich nehmen könnte. Das werden wir natürlich sofort machen. Achso, ja, die Gegner haben Verstärkung bekommen. Das war nicht so schlimm. Haben die es hier schon eingenommen? Ich werde hier mal hinmarschieren lieber. Nicht, dass ich gleich das Spiel hier noch verliere. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ehrlich gesagt. Ja, Gott hat unsere Gebete erhört und Verteidiger geschickt, also uns. Ja, und da ist er ganz froh drüber. Kann ich die eigentlich auch mal umstellen, dass sie dann direkt das hier unten sich formieren? Dann machen wir nochmal eine Ladung Generäle. Ja, und die haben wir ach du meine Güte. Was machen wir da am geschicktesten? Ich weiß es nicht. Das ist doch eine etwas größere Armee. Den Kanonen schaffe ich das, aber die sind noch weit weg, leider. Die greifen meine Gebäude an, was jetzt mal gar nicht gut ist. Weil solange sie das Gebäude angreifen, greifen sie zumindest nicht meine Einheiten an. Könnt ihr das bitte reparieren? Ich dachte eigentlich, das ist eine Kirche, aber das ist wohl eine Akademie, was sie eben meinten. Oder das ist alles die Kirche? Naja. Jetzt wäre es natürlich gut, Mauern bauen zu können. So, da ist eine Goldmine. Die nehme ich natürlich auch mit. Verbessern wir einmal. Da könnten sich schon sogar Gebäude-Verteidigungs-Upgrades leicht lohnen. Nicht, da die Gebäude nicht verlieren darf. Wodurch habe ich das denn verloren? Warum steht ihr hier alle rum? Dürft alle in die Mitte. So, aufpassen, dass ich die Bauern nicht mitnehme. Sehr schön. Dann verbessern wir noch einmal meine Reitereien. Dann haben wir noch ein paar Häuser raus. Aber ich glaube, das sieht so ganz okay aus. Ja, die bleiben einfach hier stehen, vorsichtshalber. Die erobert, sehr gut. Die sind unterwegs. So, der Geiz, dann nehmen wir die auch nochmal mit, würde ich sagen.
Dann haben wir auch so ein bisschen passives Scouting. Ich könnte auch ein paar Haubitzen bauen. Aber eigentlich warte ich nur darauf, dass mich die Gegner angreifen. Aber wenn sie mich nicht angreifen, würde ich jetzt mal ein bisschen rausmarschieren und sie suchen. Ich habe ja mittlerweile ein paar leichte Reiter. Und genug Kanonen, um mich zu verteidigen. Dann scouten wir mal mit denen die Map. Und die kann ich hier mal schön verbinden zu etwas größeren Verbänden. Das sind 30, ist nämlich wirklich sehr klein. Das tut ja nicht Not. Hat sich der andere aufgelöst? Ja, sieht so aus. 72er, genau, 72. Mir fehlt ein Trommler. Wir müssen das ja mal nachbauen. Wieso baust du denn hier beides und dann... Ja, ja, gut. Deswegen kommen die Truppen so langsam. Eigentlich hat sich das sonst immer richtig aufgeteilt. Das ist ja komisch, was da passiert ist. Die traben aber auch nur, ne? Für leichte Reiter hätte ich eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen schneller gehen. Aber da hätte ich vermutlich dann geflügelte Husaren bauen müssen. Die lassen nicht Zeit. Ich sehe das schon. Ba, ba, ba. Da kommt doch was an. Ich wollte schon die ganze Zeit mal meine Akademie auf... Aha, was haben wir denn hier? Das scheinen mir aber keine Feinde, sondern Freunde zu sein. Danke Gott, Christen. Wir dachten, die Tataren greifen uns an und haben uns schon auf unsere letzte Schlacht vorbereitet. Es ist besser, als freier Mann zu sterben, als Sklave der Türken zu sein. Ja, und die würden uns unterstützen, wenn wir ihnen helfen, dass sie nicht erobert werden. Das werden wir natürlich tun. Ich bin sogar tatsächlich angegriffen. Ich hoffe von nicht allzu vielen. Ich habe da jetzt nämlich nicht viele Truppen hingeschickt. Spawn hier überall oder was? Aber gut, das scheint auch nicht jetzt besonders stark zu sein, was mich hier angreift. Ein paar Minen als passiver Scouter, kommen noch mehr Truppen. Muss ich mir Sorgen machen, wie viele Truppen hier kommen oder... schaffen die das? Ihr dürft gerne alle angreifen. Ja, kommt meine Verstärkung. Wunderbar. Ich werde da die Tore mal zumachen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich daran, weil die Tore hier offen sind, dass sie hier die ganze Zeit versucht haben, rein zu marschieren. Kann zumindest nicht schaden, die Truhe mal zuzumachen. Ja, würde ich sagen, scouten wir mal weiter, ne? Irgendwo... Ach, hier ist Wasser. Aha! Dann konnte ich auch nicht lang marschieren. Ich habe mich schon gewundert, wo ich die über die Karte schicken wollte. Eine Schatzkiste ist hier allerdings. Ja, deine Soldaten haben eine Kiste voll mit Gold gefunden. Sehr schön. Ich mir natürlich sofort aneignen. Da kenne ich nichts. Baut mir mal ein paar mehr Häuser. Einmal verbessern.
Ach, hier konnte man doch drüber. Ja, mit dem Rest, sag ich mal, scouten wir mal durch die Gegend. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch genug Truppen, dass wir hier mal einen kleinen Ausfall machen können. Doch nur 36? Na ja, gut. Bup, bup, bup. Kanonen nehme ich alle mit. Die Haubitzen nehmen wir alle mit. Doch, ich wollte gerade sagen, das sind doch 72. Die nehmen wir mit und die nehmen wir mit. Und unsere Reiter nehmen wir natürlich auch alle mit. Da würde ich sagen, können wir mal loslegen. Habe ich die nicht mit dabei? Das sind Archers. Die kriegen wir, glaube ich, auch so besiegt. Die können nämlich im Nahkampf nicht kämpfen, sobald ich weiß. Genau. Ja, wobei, können sich natürlich so ein bisschen spreaden. Aber trotzdem, das wird den DPS massiv verringern. Und dann sollten wir das eigentlich ohne Probleme schaffen. Ja, Wunderbärchen. Und mit der Hauptstreitmacht können wir auch mal losmarschieren. Düb, düb, dü. Das sind auch nur Archers. Wie haben die nur Archers hier? Ja, hätte ich ja schon längst drüber rutschen können. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo so ein bisschen türkische Armee ist. Und vor allem auch Tataren, so wie ich das gehört hatte. Aber da habe ich die Gegner wohl ein bisschen überschätzt, oder was? Wäre nicht das erste Mal, aber... Es gibt Schlimmeres. Nee, die haben doch eine Basis hier unten. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein, dass die nur so ein paar Truppchen hier haben. Aber wenn das die Hauptstreitmacht war, haben sie ja schon wieder verloren. Also da bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich jetzt eigentlich, jetzt kriege ich hier eine große Armee. Hätte ich gar nicht. Ich habe mal wieder zu weit aufgebaut. Ja, da rutschen wir einmal gerade drüber und dann sollten wir das erledigt haben. Nächste Mission mal gucken, dass ich früher ausmarschiere. Aber das ist wirklich so ein Problem mit, entweder hat man zu wenig Truppen und sie sterben alle, ohne was zu schaffen, oder es sind so viele, dass sie wieder alles kurz und klein schlagen. Also man hat da wirklich diese Effekte. Nicht gerade noch angeklickt gehabt. Doch. Müsste eigentlich jetzt mal langsam erledigt sein, oder haben die noch eine Basis? Kann natürlich auch sein. Dann war das gar nicht die Hauptstadt der Gegner. Schauen wir mal. Ich würde sagen, mit denen marschieren wir hier mal nach rechts oben und mit den Reitern gucke ich mal unten links, ob ich da was finde. Ach, hier ist noch ein Diplomatie-Center. Das reißen wir auch einmal ab. Ja, ansonsten, den Quatsch brauche ich alles nicht. Das hat eh keine Vorteile. Achso, hier ist noch ein bisschen was von meinen Upgrades. Eine Kanonenfabrik haben die sogar. Bin positiv überrascht. Kann ich vielleicht endlich mal meine Multi-Barreled Cannons ausprobieren?
You have encountered a group of soldiers heading towards Lviv. You shared the intention. Bup, bup, bup. Ah, wir haben eine Gruppe Soldaten gefunden. Und für ein bisschen Futter und Gold bleiben die und beschützen Lviv gegen die tatarische Armee. Ja, das meinetwegen. Dann bleiben sie noch mal ein bisschen. Jawoll. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Na, komm. Das ist halt echt krass, wie stark die sind. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ich muss sie echt mal öfter einsetzen. So eine Batterie an Multi-Barrel Guns, da kann man nicht mehr viel gegen machen als Gegner. Irgendwie scheint diese Auto-Angriff-Range nicht die höchste zu sein. Wie schießen die denn? Irgendwie. Die Reiter komischerweise schaffen sie nicht, ne? Ne, gegen die machen die gar keinen Schaden. Wie kommt das denn? Die machen Grapeshot-Damage. Haben die so viel Grapeshot-Verteidigung? Ich glaube, manche Truppen haben. Ich glaube, 255. Aber selbst dann müssten die weitaus mehr Schaden machen, eigentlich. Interessant, interessant auf alle Fälle. Wir haben natürlich trotzdem keine Chance, da rutschen wir einfach drüber. Ja, wir haben Pogachiv Lavra davon abgehalten, verteidigt, dass er sich geplündert wurde. Und wir haben die Tataren vernichtet. Die guten Nachrichten gehen durch gesamte Commonwealth und sogar die heilige Jungfrau selbst ist in der Kirche aufgetaucht und hat mich unterstützt. Achso, das sind die das sind die Stories, dass mir die heilige, ich wollte gerade sagen, die heilige Jungfrau ist doch schon lange weg. Das sind die Stories. Die Story ist, dass mir die heilige Jungfrau sogar unterstützt hat. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, das war eine ganz lustige Mission. Hätte ich früher ausmarschieren müssen, aber sonst eigentlich ganz nice. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und vermutlich wieder auf Englisch. Ich werde einmal kurz reinschauen, ob die Texte gut sind auf Deutsch. Aber ich glaube nicht. Mal gucken. Ciao, ciao.